Hallo auf meinem Kanal Kicking Kid. Heute testen wir das Widerstandsseil, unser neues Equipment fürs Training. Wir beginnen mit einem kontrollierten Stabilisationsgang. Von dem Zug nach hinten kriegt ihr nochmal extra Power. Zusätzlich für die Übungen könnt ihr noch ein Widerstandsband verwenden. Immer nach vorne und zurück und beim Rückwärtsgang darauf achten, dass ihr stabil bleibt. Jetzt kommt der Skispringer. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr so viel Halt wie möglich gewinnt. Versucht trotz des Widerstandes symmetrisch zu bleiben. Jetzt gegen den Zug mit dem Ausfallschritt arbeiten. Als nächstes nehmen wir die Koordinationsleiter dazu. Man könnte alle Übungen, die ich in meinem Leiter-Tutorial-Video benutzt habe, auch hier verwenden, aber wir haben nur ein paar Übungen ausgesucht. Ihr könnt verschiedene Parcours ausprobieren. Das Seil zwingt euch, kleine und schnelle Schritte zu machen. Bei diesem Parcours macht man viele Sidesteps unter Zug. Ihr könnt auch noch die Leroy Sané Challenge machen. Man kann das Seil auch an Bein oder Hüfte anschließen und damit die Seitenstabilisation trainieren. Jetzt kann man immer mehr in Schnelligkeitsübungen reingehen. Wir beginnen mit Kopfbällen. Zurück und nach vorne klatschen lassen. Die Seitenbewegungen kommen dazu mit beiden Füßen. Bei Übungen der Ballkontrolle nehmen wir die Leiter dazu. Noch anspruchsvoller wird's mit Tennisbällen. Dazu könnt ihr wieder alle möglichen Übungen variieren. Das war's auch mit dem Video. Insgesamt würde ich euch das Widerstandsseil sehr empfehlen. Abonniert und liked das Video. Ciao, ciao.